Ich spiele jetzt die Träumerei von Robert Schumann. Das Klavier scheint kaputt zu sein. Da hilft nur noch eins. Also wenn ein Klavier kaputt ist und es nicht mehr richtig spielt, muss man halt mal nachschauen, wo sich die falschen Töne da drinnen verstecken. Normalerweise sollte man das dem Fachmann überlassen, aber jedes Mal, wenn ich mein Klavier repariert habe, habe ich auch wieder hinterher richtig gespielt. So, jetzt zeige ich mal, wie das in so einem Teil aussieht. Und jetzt wollen wir schauen, ob wir diese falschen Töne finden. Und hier ist ja nur ein Lautsprecher, dann Leiterplatten, ein Haufen Drähte. Na, ob ich da die Töne finde? So, jetzt vermute ich noch zwei Tasten hier, die sich immer verspielen. Dann nehmen wir die Taste mal raus und gucken einfach mal, woran das hier liegt. Doch ein bisschen mehr geworden, als ich dachte. So, jetzt hoffe ich, dass ich alle Töne erwischt habe, die nicht richtig funktioniert haben. Und jetzt muss ich alles wieder zusammenbauen. Hört sich gut an. Machen wir es zu. So, und auf damit. Ja, dann werde ich jetzt mal ausprobieren, ob ich alle falschen Töne erwischt habe. Na bitte.